Makita liefert bei der Fräse einen Parallelanschlag mit. Der ist aber relativ klein. Den kann man hier verschieben. Aber wenn man den hier rausschiebt, dann ist ein maximaler Abstand von 9 cm hier möglich. Das möchte ich vergrößern und deswegen baue ich mir diesen Anschlag um. Und wenn man sich den des Weiteren anschaut, sind hier verschiedene Löcher, die man auch wunderbar dafür nutzen kann, um daraus einen Kreisschneider zu machen. Weil am Ende ist das ja genau das, was die ganzen Kollegen im Internet alle tun. Die bauen so ein Ding, wo man entsprechend eine Range einstellen kann, wo man dann die Fräse dran führen kann. Also warum nicht dieses Modul hier benutzen? Wie man das macht, zeige ich euch. So ist das Ganze eigentlich geplant und damit kann man den Anschlag in der Tiefe verstellen bis 9 cm im Maximum. Da mir das zu wenig ist, möchte ich den gerne umdrehen können, so dass man hier auf die maximale Länge rauskommt und das ergibt dann einen Abstand zum Fräser von fast 25 cm. Dann sind aber hier diese Einbuchtungen im Weg, deswegen flexe ich die jetzt weg. So, ich bin fertig. Die Mittelteile habe ich weggeflext. Die Kanten hier außen habe ich bearbeitet, weil da leichte Abschrägungen drin waren. Das lief nicht sauber an der Tischkante. Dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich die Möglichkeit, das Ganze jetzt auch anders zusammenzubauen, nämlich so rum und kann hier hinten bis zu einer Weite von maximal 25 cm raus. Das erhöht mir einfach alle Möglichkeiten. Dieses Originalloch von Makita, das ist ein 6,5er Loch. Da war etwas Spiel. Das war mir nicht präzise genug. Deswegen habe ich jetzt hier ein zweites Loch gebohrt. Und zwar ist das ein 6er Loch, wo die Schraube wirklich super reinpasst. Ich habe das Teil jetzt hier einfach umgedreht und habe hier in die Platte ein Loch von 5,5 gebohrt. Hier ist ein Loch von 6, eine 6er Schraube. Die kann ich jetzt einfach hier reinschrauben und jetzt kann ich wunderbar dieses Tool entsprechend als Kreisfräser benutzen. Jetzt habe ich einen Abstand zum Fräser von 21,5 cm. Das heißt, es sind Kreise mit über 40 cm möglich. Das sollte eigentlich ausreichen. Damit bin ich fertig mit meinem Umbau. Man hat jetzt hier mit fast alle Möglichkeiten einen Parallelanschlag bis 25 cm, einen Kreisschneider und ja, alles mit einem Kostenaufwand von vielleicht 30 Cent hier für die zwei neuen Schrauben und 10 Minuten Arbeit. Wunderbar, so lobe ich mir das.